Jo Freunde, bald ist das Jahr wieder zu Ende. Ich darf mal präsentieren mein neues iPhone. Das werde ich halt nur für Spiele benutzen. Was ist das denn jetzt? Ja, hier so ein paar Apps. Und das andere, das habe ich ja hier. Noch ein paar Nachrichten wieder dabei. Also das wird mein Spiele- und Musik-Handy. Muss ich irgendwie nochmal Musik raufladen. Ich guck mal, wie viel Speicher da gerade ist. Allgemein Info. Also es hat Kapazität 32 GB und hat noch 10,59, also hat ordentlich noch Speicher. Und was ich jetzt nicht verstehe, hallo, ist das hier oben. Da steht eingeschränkte Apple Garantie, Apple Care Abdeckung verfügbar. Naja. Dieses Telefon muss nochmal registriert werden im WLAN. Das ist noch nicht registriert. Man muss das immer registrieren. Wir haben ja hier im Haus WLAN. Das gucke ich jetzt nochmal nach. Scheint noch nicht funktionieren. Funktionsfähig zu sein. Aber ich finde das Telefon, also iPhone, sehr geil. Sogar hier mit der Aufnahme. Und da werden auf jeden Fall ein paar Spiele kommen. Ich habe auf meinem iPad eigentlich auch schon Spiele drauf. Die teste ich dann erstmal. Und dann lade ich die nochmal hier rauf, weil bei mir ist es ja so, wenn ich jetzt hier was runterlade, kommt es dann nach ein, zwei Tagen auf meinem iPad an, dann kommen die ganzen Spiele. Und ich hatte auch mal meinem Freund mit meiner ID was runterladen lassen. Ja, weil es mit seinem Konto ja nicht funktioniert hatte, weil er auch erstmal ein iPhone hatte. Aber das hat nicht so richtig funktioniert, was er wollte. Wie gesagt, komm, ich lasse dich auf meinem Account mal was runterladen. Ich gucke auf mein Handy. Hatte ich ja vorhin aufgeladen. Jo, fast leer. 50, 60 Apps. So, hallo? Der wollte mich wohl ärgern. Das gleiche auf meinem iPad. Ja, und wenn ich jetzt hier bestimmt was runterlade, also wenn ich jetzt hier was runterlade, kommt es dann nachher auf dem Gerät und mein iPad ist da hinten an. Also es ist wie so ein Netzwerk. Naja, genug gelabert, das Jahr ist schon fast zu Ende. Am Montag kaufe ich nochmal ein paar Sachen ein. Da habe ich jemanden gefragt, ob sie Lust hat, mit mir die Sachen kauft. Also, oh, wie soll ich das sagen? Also zu Rewe gehen und Sachen kaufen für Silvester. Aber ich würde hier. Aber leider kein Livestream vom Silvester machen, weil es geht ja auch um Datenschutz. So. Wenn ihr das dann wollen, dann kann ich das natürlich machen, aber ich glaube, ich lasse es mal lieber. Auf jeden Fall, ja. Mehr kann man dazu jetzt erstmal nichts sagen.
Ja, und vergesst nicht, alle YouTube-Videos auf meinem Kanal anzugucken, zu kommentieren und abonnieren. Und mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Und ich wünsche euch guten Rutsch. Aber vielleicht mache ich dann nochmal ein kleines Video. Nur leider ist es dann so, wenn ich jetzt mal ein Video machen will, könnte ich auch gut Musik untermixen. Dann hätte ich auch noch so ein YouTube-Video mit Musik, also halt wie DJ. Nur dass mein MacBook das selber macht. Jo. Aber das geht ja leider nicht. In dem Sinne weiß ich auch nicht, was ich noch sagen soll. Und haut rein. Und ich habe jetzt zwei neue Videos mit meinem Telefon, ihr wisst schon, iPhone 6S gemacht. Auf meinem Kanal. Könnt ihr ruhig mal raufgucken. Genug gelabert. Lass den Laber an den Jungen. Und haut rein. Tschüss.